Geschichten, Sagen und Legenden. Wer kennt sie nicht? Eigentlich immer mit Brutalität gewürzt, spiegeln sie die Erziehungsmethoden vergangener Zeiten wider. Neugierige Kinder alleine im Wald werden fast von einer Hexe verspeist. Der Suppenkasper verhungert. Fremde einzulassen wird mit dem Gefressenwerden bestraft. Wer mit Streichhölzern spielt, verbrennt. Und Daumenlutschern werden die Daumen abgeschnitten. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. In der Geschichte »Der Rattenfänger von Hameln« verlieren Eltern durch Geiz, Spott, Hohn und die fehlende Anerkennung gegenüber der Kunst ihre Kinder. Auf der Straße, in der die Kinder die Stadt verlassen haben, darf in Gedenken an dieses Ereignis keine Musik mehr gespielt werden. Blicken wir zurück in jene Tage des Jahres 1284, als diese verhängnisvolle Geschichte begann. Schreiten wir durch die tonlose Straße, hören wir das Rattenfängermotiv und skizzieren wir die deutsche Stadt Hameln in unserer Vorstellung. Eine Stadt, in der Ratten und Mäuse eine große Plage, aber auch die Schönheit der Bauten und der Landschaft gegenwärtig waren. Die Stadt Hameln. Obwohl die Not groß war, spielten Kinder in den Gassen und auf dem Platz vor der Kirche. Plötzlich tauchte ein Mann mit farbenfrohem Gewand auf. Er versprach den Bürgern, sie von der Plage der Ratten und Mäuse zu befreien. Schnell wurde man sich über die Belohnung einig.
Der Mann hatte ein Pfeifchen bei sich und pfiff Teile einer Melodie. Die Ratten und Mäuse blickten verwundert auf. Die Melodie erklang wieder, und die Tiere sahen nach, was dies nur sei. Sie versammelten sich um den sonderbaren Mann und marschierten mit ihm aus der Stadt. Der Rattenfänger ging direkt in die Fluten der Weser, und das Ungetier ertrank. Zurück in der Stadt verweigerte man ihm das Geld. Die Menschen in Hameln erkannten nicht die Kunst und das Wissen dieses Mannes an, sondern waren nur bereit, handwerkliche Arbeiten zu entlohnen. Es wurde sogar ein Pakt mit dem Teufel heraufbeschworen, woraufhin der Rattenfänger die Stadt wütend verließ. Aber nicht für lange. An einem Sonntag, als viele Menschen in der Kirche waren, kehrte er zurück, nahm seine Flöte und begann zu spielen. Die Kinder der Stadt waren von seinem Spiel so verzückt, dass sie dem Mann folgten. Der Auszug der Kinder aus der Stadt begann. Er führte sie aus Hameln hinaus und verschwand mit ihnen für immer in einem Berg, der sich hinter ihnen wieder verschloss. Niemand hat jemals wieder von ihnen gehört oder sie gesehen. Thank you.
Trauer war groß, denn nur zwei der Kinder überlebten. Eines war jedoch stumm, das andere blind. So erging es den Menschen in Hameln, die durch Missgunst, Neid und Unverständnis der Kunst gegenüber, sowie durch einen trüben Blick auf das Ganze, ihre Kinder für immer verloren hatten. Zwei Steine zieren den Platz, wo die Kinder im Berg verschwunden sein sollen. Das ist die Geschichte des Rattenfängers von Hameln aus dem Jahr 1284. Wie heißt es in Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg? Verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst.